Wenn Sie zu Tolstois Privatsekretär würden, wäre das ein großes Geschenk für Sie. Es war die Chance seines Lebens. Ich sehe einen stattlichen jungen Mann vor mir. Danke, Frau Gräfin. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Gesundheit, mein Freund. Ich niese mitunter, wenn ich nervös werde. Den größten Schriftsteller Russlands kennenzulernen. Ich glaube, er ist einer der Propheten. Gott spricht durch ihn. Kein Wunder, dass ich mich einsam fühle. Ich bin von Schwachsinnigen umgeben. Wir legen hier keinen Wert auf Förmlichkeiten, wie Sie vielleicht bemerkt haben. In Ihrem Alter hat er im Kaukasus herumgeholt. Er konnte gar nicht genug davon kriegen. Noch etwas Konfitüre? Gern, danke. Das Leben war das größte Abenteuer. Wenn ich nicht arbeiten kann und wenn ich keinen Frieden finde, dann sollte ich gehen. Geh dahin, es dir gefällt! Gräfin! Oh, mein Rücken! Sie lagen auf einer Gabel. Setzen Sie sich auf, dann wird es Ihnen gleich besser gehen. Es war ein Sommer voller Liebe. Tolstoi heißt sexuelle Beziehungen nicht gut. Er verachtet sie sogar. Du bist noch immer mein großer Hahn. Kikeriki! Das wäre kein Problem für mich. Ich lebe vegetarisch. Zölibatär. Geschlechtsverkehr, wie Männer und Frauen oder Tiere ihre Körperteile zusammenbringen, das ist mir wirklich gleichgültig. Du bist noch Jungfrau? Oh, na, Gesundheit. Vom Regisseur von Ein Sommernachtstraum und Tage wie dieser. Ich liebe dich, Mascha. In diesem Augenblick wussten wir beide, dass wir für immer zusammen sein würden. Ihr Verhalten ist äußerst besorgniserregend. Wenn ich eine Frau wie Sie hätte, dann hätte ich mir schon längst eine Kugel in den Kopf gejagt. Helen Mirren, Christopher Plummer, Paul Giamatti und James McAvoy. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich wurde auf diesem Sofa geboren. Bleiben Sie sitzen. Ein russischer Sommer. Valentin sagt, du wärst eine sehr talentierte Lehrerin. Weswegen bist du jetzt wieder nervös? Demnächst im Kino.